Willkommen im Paradies, Freunde, und somit herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Boom Beach. Okay, wir müssen kurz mal auf die Karte gucken. Okay, das ist... Wow. Es sind sehr viele Gegner dazu gekommen, weil, ja, wenn man irgendwas erobert, dann geht es auch ziemlich schnell wieder den Bach runter. Erkunden wir erstmal hier mal die Insel. Wow. Was ist denn hier los? Die haben das aber unfassbar heftig gesichert. Da werde ich mich noch nicht hintrauen. Das könnt ihr vergessen. So, was haben wir irgendwie? Kleinere Gegner hier. Hier, Dreierpfiff. Können wir mal nachgucken. Okay, sind drei Mörser. Müsste an sich machbar sein, sag ich mal. So. Müssen wir die irgendwie nur heilen? Was habe ich denn jetzt hier? Irgendeinen Schutz? What? So, kriegen wir das hin? Oh, ich will nicht, dass die in den Mörser reinlaufen. Das war jetzt meine Befürchtung. Ach nö, das kriegen die auch selber hin. Nice, der Mörser hat gar keine Reichweite bis dahin. Oh, das werden wir ja sogar hinkriegen. Nice. Das ist ja cool. Da freue ich mich besonders drüber. Nice. Keine Verluste, das ist cool. Ja, was ist neu? Nicht viel. Außer ich habe sehr viele Gebäude wieder verbessert. Wir haben mittlerweile hier den Bildhauer. Aber irgendwie von den Wächtern, Truppen hier, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich am besten benutzen solle. Was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, dass wir sehr, sehr, sehr viel, unfassbar viel Gold haben. Also ich kann es gar nicht ausgeben, so viel Gold haben wir. Heldenhütte würde ich gerne mal das hier verbessern. Aber ich kann das nicht. Irgendwie geht das nicht. Ich brauche Heldenlevel 4. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Frau steigt. Ach, hier. Ah, wir brauchen... Wow, wir brauchen natürlich... Oh, okay. So verbessern wir also. Ah, okay. Jetzt, ich habe das irgendwie schon verpeilt, ey. Schon lange nicht mehr gemacht. Wir brauchen erstmal viel mehr Kapazität, was Goldlager angeht. Hier zum Beispiel. Das können wir verbessern. Was haben wir da? Das dauert noch 21 Minuten. Da können wir mal fertig machen. So, was können wir noch machen? Müssen unbedingt das Goldlager verbessern. Also, das dauert jetzt 4 Stunden, kostet 71. Haben wir eh nicht. Ist nicht so schlimm, können wir über Nacht warten. Insel Dr. T war zu schwer. Wir können mal hier den gucken. Level 10er. Ah, der hat natürlich alles schön nah beieinander. Dann werden wir den mal versuchen anzugreifen. So. Hier hat er zwei Waffen nebeneinander. Hier hat er zwei Waffen nebeneinander. Und hier hat er nochmal einen Turm. Ich werde versuchen, über links zu kommen. Oder über rechts. Ich werde erstmal hier draufballern. So, wie viele Statuen hat er, sagt er, ne? Das ist ja unfassbar. So. Okay. Gut. Dann nehmen wir mal die hier. Machen die jetzt mal hier hin. Zack. Oh Mann, ich bin mal gespannt, ob das irgendwie alles klappt. Die soll auch mal schießen, die Olle. Schieß bitte. Bitte schieß. Ja, irgendwie in die falsche Richtung, ne? Irgendwie deutlich in die falsche Richtung. Heilung wäre jetzt ganz cool. So, das Ding kriegen wir jetzt auch platt. Oh, unsere Leute sind schon ziemlich kaputt. Was ist denn da los, ey? Wow. Wow, Leute. Heftig, das ballert zwar, aber... Ah, die hinten mit den Raketenwerfern. Mach doch mal was. Jawohl, wir haben den überrannt. Ah, sehr cool. Nice, Leute. Gefällt mir. Leider mussten wir einen Verlust mitnehmen. Aber ich denke mal, das war es wert. Das war auf jeden Fall den... wow, krass. Guckt euch das an. Wir können die Boote sogar umtauschen. Geht das? Das habe ich doch gerade gemacht. Ach so. Ach cool. So funktioniert das. Wusste ich auch zum Beispiel nicht. Das kostet 4. 4 Diamanten, nur damit er fertig ist. Ey, was soll das? Was soll das? So, uns fehlen noch jede Menge Fragmente. Götze. Nein, jetzt habe ich den gebaut. Tatsächlich bin ich blöd. Ich wollte eigentlich gucken, was der macht, der Götze.
Aber gut, dann setzen wir den auch ein. Ich habe zwar keinen Plan, was der macht. Truppenschaden 5%. Na gut, stellen wir den mal hier hin. Kann er schön chillen da. 5% haben wir Truppenschaden. Können wir mal kurz gucken, ob das überhaupt hier direkt Auswirkungen hat. Hier, guck mal hier, 1,55, das hat sogar Auswirkungen. Was mit den Eulen hier? 4,4. Ah, so ein Panzer wäre doch mal ganz cool, ne? Was kann der denn? Wow, Abfackler, Mama Mia. Der hat Fettschaden, ne? Gut. Okay. Was haben wir hier noch? Guck mal hier. Das müsste doch eigentlich zu knacken sein. Ja, sieht machbar aus. Sieht auf jeden Fall machbar aus. Wir werden zuerst dieses Dorf kaputt schießen. Ach, dieses Dorf. Diesen Turm. Und dann werden wir alle hier drauf lassen. So, und dann direkt Heilung dahin schießen, damit da bloß nichts passiert. Warum ist er denn so stark? Verstehe ich nicht so ganz. What? Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Verluste, glaube ich, hinnehmen müssen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Wäre ganz cool, wenn die nicht in die Minen reinlaufen. Oh, das scheint aber noch gut auszugehen. Wieso hat er denn nur ein... What? Wieso hat er denn... Hä, hat er nur zwei Türme gehabt? Das kann doch irgendwas schon mal nicht stimmen. Wieso nur zwei Türme? Wie geht denn sowas, Leute? What? Ich meine, ist gut für mich, aber... Hä, irgendwas stimmt da nicht. Einen Verlust mussten wir leider hinnehmen, sehe ich gerade. Der gute Typ da ist leider von uns gegangen. So, ihr seht, die Wohngebäude produzieren unfassbar viel Gold, was wir gar nicht alles auffangen können. Und hier haben wir erstmal die Tagesbelohnung. Wir nehmen natürlich die Fragmente, weil Cash haben wir eh genug. Oh, ich habe, glaube ich, hier jetzt ein paar von... Genau, ich habe hier von diesen Händler-Tickets und das sind Heldenmarken. Ah, okay. Ich kann hier auch Eisener Wille wählen. Erlittener Schaden in der Nähe wird für mich mit Zeit verringert. Schadensverringerung 50%. Ist an sich schon ganz cool. Tempo, Schaden und Bewegungstempo der Einheiten in der Nähe werden für eine bestimmte Zeit erhöht. 40% und Schadensbonus auch nochmal ein bisschen. So, was will der Bildhauer hier noch ein bisschen machen? Ne, kann er nicht, weil er nicht genug Fragmente hat. Schade. Okay. Hier können wir die schnell fertig machen. Ich glaube, das machen wir mal. Warte mal, dann warten wir, bis der noch fertig ist. Dann sparen wir uns ein. So. Was haben wir noch hier auf der Karte? Einige noch. Aber die kommen mir noch irgendwie alle ein bisschen zu stark vor. Hier unten haben wir einen, der ist Level 10. Erkunden wir mal. Schauen wir mal, was der Gute kann. Hat zwei Türme, ein Maschinengewehr und einen Mörser. Sieht an sich ganz gut aus. Neuer Gegner will ich unbedingt eigentlich nicht riskieren. Wir versuchen es einfach mal. Mit der Truppe, die wir haben. So, dann zunächst einmal schießen wir das Maschinengewehr kaputt. Das hat sehr gut funktioniert. So, dann schicken wir die Olle hin und dann den Rest hinterher. Oh, guck mal hier, der Turm geht auch schon fast kaputt. Nice, das sieht gut aus. Na, ich brauche ganze 11. 11 Pakete brauche ich. Wow, das ist viel. Das ist extrem viel. So, der schießt leider mit genau... Ah, Mann. Komm. Die werden den eh platt schießen. Verdammt, der Dicke ist tot. Ach nee, das ist bitter. Schade. Komm, schießt das Ding kaputt, Leute. Wow, habe ich Glück gehabt. Das ist das Ding nämlich gerade noch runtergegangen, ne? So, wow, das waren viele Verluste jetzt. Einen dicken und zwei normale Soldaten haben wir leider hinnehmen müssen. Schade. So. Cash haben wir eh genug für die ganzen Truppen. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Oh, die Händlerin ist da. Okay, dann wollen wir natürlich gucken, was sie hat. Kostenlos kaufen. Wir können... Oh, wir haben kostenlos... Nein, schon wieder Gold bekommen. Schon wieder Gold, was wir ja nicht wirklich gebrauchen können. So. Zerstöre 100 Basen von Gegnern. Das ist aber viel. Das ist unglaublich viel. So, hat die irgendwas anderes zum zu bieten? Kostet 500, damit wir hier diese
Heldenmarken? Nee. Aber wir können 25.000 Holz kaufen. Brauchen wir das? Theoretischerweise schon, weil dann könnte ich das hier schnell beenden. Und dann auch nochmal... Oh. Und dann natürlich das Hauptquartier verbessern. Das kostet auch nur 25.000. Was haben wir hier? Was wird da freigeschaltet? Einsatzkommandos. Erlaubt den Einsatz beizutreten und 1 zu 1 zu stellen. Okay, cool. Na, ich weiß ja nicht so recht. Bin mir nicht ganz sicher. Die anderen Gegner sind hier alle ziemlich stark. Wir können den mal kurz erkunden. Level 11er. Okay, was machen wir bei sowas? Ich finde, sowas ist auch sehr einfach. Und zwar greifen wir den an. Lassen alle Truppen hier vorne hinschicken. Und dann werden wir die einfach mit Rauchzeichen hier außen rum schicken. Und dann werden wir irgendwann hier vorne ankommen. Ich hoffe, das funktioniert. Naja, gucken wir mal. Testen wir jetzt sofort aus. So. Die gehen jetzt mal natürlich daher. So, dahin bitte, meine Damen und Herren. Ah ja, die folgen einigermaßen. Ah, jetzt sollen die dahin gehen, bitte. Und dann dahin. Ja, das wäre ganz cool, wenn die das machen würden. So. Und dann hierhin, ja? Und dann war es das, glaube ich, mit der Lenkerei. Und dann müssen wir nur noch hoffen, dass sie hier irgendwie klarkommen. So. Ja, hier werden aber trotzdem viele... Ah, ich weiß gar nicht. Schaffen wir das? Ah, zum Glück werden die... Schießen die auf den Dicken. Aber das dauert trotzdem alles ziemlich lange. Jetzt haben wir natürlich auch nicht genug Power gesammelt, um da richtig was zu reißen. Ah, der Dicke wird leider sterben. Sind beide gestorben. So, aber mein Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. Das war cool. Das Gold hätten wir jetzt nicht gebraucht. 21.000 Gold. Das finde ich so bitter, dass wir das quasi alles verschenken jetzt. So, was haben wir denn jetzt? Oh, wir sind befördert, aber wir haben hier... Was haben wir bekommen? Ein paar nette Sachen, die wir aber immer noch nicht wirklich lagern können. Das ist nämlich unser großes Problem hier bei dem Spiel. Ich mache das alles irgendwie anscheinend viel zu langsam. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, verstärken. Ach so, ja klar. Dann sollen auf jeden Fall zwei hin. Gut, ja, das war's für diese Folge, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Boom Beach.